vi også lige ved deroppe i Frankrig, der var det Chalong, der slog Momota i semifinalen. Og så slog Shiyuki i finalen, og havde Shiyuki nu skulle møde Momota i semifinalen, så synes jeg også, at han så så stærk ud dernede. Og Momota, så flad. Ja, præcis. Altså, det skal jo selvfølgelig også med ind i regningen, at det var han også dernede. Altså, der var han træt, Momota. Salut, Réveillon. Vielen Dank für die Geschenke. Es war fabelhaft, sie auszupacken. Das tut so gut, so tief in dem alten Herz. Vielen, vielen Dank. Ich kann mir gut denken, wie es euch Spaß gemacht hat, dass zu sammeln und zu verpacken. So tut es mir auch sehr viel, so macht es mir auch viel Spaß, dasselbe zu meinen Kindern zu tun und zu Mette. Sie war hier diese Nacht, sie ist gerade zur Arbeit gefahren, sie kommt wieder heute Nachmittag. Sie ist mit Benjamin und ich und bleibt bis morgen früh. Ich habe sie auch mit einige Geschenke gegeben. Ich liebe es auch, Geschenke zu Leuten zu geben, etwas zu geben, so allgemein. Aber es tut auch gut, etwas zu empfangen. Vielen Dank für Liebe. Das Leben hier geht gut. Ich habe ein tolles Wochenende mit Mette verbracht. Wir haben für 4 Stunden in Kumagen sind herumgegangen und trank Morgenkaffee bei ihrer Schwester auf Frederiksberg, wo ich auch wohnte. Gingen herum, erzählten alte Geschichten. Sie wohnte auch in Kopenhagen auf Vesterbro. Nicht weit entfernt, damals in den 90ern. Ich spiele Badminton, es tut weh im Knie jetzt auch und in der Hüfte. Aber mit Ibuprofen und Paracetamol, dann geht es. So muss es sein. Wir waren vorletztes Wochenende in Kolding und wohnte 2 Tage, 2 Nächte bei meinem Vater. Das war gut. Mein Freund Frank, habt ihr den schon erlebt? Keine Ahnung, ich kenne ihn seit ich 18 bin. Ist jetzt auf der Odense Universitätshospital und wird wahrscheinlich nicht mehr davon wegkommen, denn sein Krebs, sein Cancer ist nicht nur in der Zunge, im Hals, sondern auch in den Lungen. Und ich fahre wieder dorthin. Ich war dort letzte Woche. Ich fahre wahrscheinlich dorthin am Sonntag. Er hat nicht lange zurück. Die Natascha bleibt in Malaga bis Mai, Juni, wird von ihrer Mutter gesponsert und ein wenig von mir. Der Benjamin wartet, dass sein kommender Arbeitgeber ihn anruft und sagt, jetzt kann er anfangen in Köhe als Lehrling. Ja, wie gesagt, es geht mir gut,
geht es Mette gut, es geht uns gut. Die Liebe ist gut. Sie war mit ihrem jüngsten Sohn und spielen sehen in Köhe am Samstag. Er hat angefangen Badminton zu spielen in Praste. Der Vater, der Ex-Mann, ist nicht besonders zufrieden damit. Der Vater ist Fußballtrainer. Und jetzt komme ich, plötzlich spielt der Badminton. Ich habe aber nichts damit zu tun, habe überhaupt nicht Badminton mit dem Sohn gesprochen, fast nicht mit ihm gesprochen. Aber lustig ist es. Ja, zurzeit wird dort in Guangzhou oder irgendwo in China die World Finals gespielt. Der TV-Sender TV2 Sports sendet alle Matches live von morgens um 4.30 Uhr bis spät nachmittags. In Dänemark ist der Verband und die Elitespieler getrennt jetzt. Es ist ein Streik oder eine Blockade oder irgendetwas. Ich kenne nicht das deutsche Wort dafür. Sie können sich nicht einigen über einen Sponsor-Deal. Deshalb hat der Verband die Spieler abgesagt. Sie müssen selber trainieren, selber alles ordnen. Der Teufel ist los. Es ist reine Chaos. Es tut weh. Und was tue ich heute? Ja. Bin um 8 aufgestanden, etwas Kopfweh, ein paar Biere zu viel gestern Abend nach dem Spiel, zu wenig Wasser im Körper, 1,5 Kilo weniger diesen Morgen als gestern Morgen. Ich trinke Kaffee von einem gelben Tasse, ja gelb. Ich habe den Plan, diese Wand hier gelb zu malen und auch die Wand in der Küche, am selben hier. Vielen Dank für die gelben Sachen. Wie ihr seht, da ist auch gelbe Bücher. Ja, gelb. Hier ist auch etwas Gelbes. Ja. Ah, vielleicht kann es auch zu viel sein. Aber vielen, vielen Dank. Ja, jetzt spielt der Japaner Momota und wir planen in Team Storstrom nach Japan zu gehen, in Tokio, 19. bis 28. Juli. Ich habe noch nicht Ferien bekommen und wir sind 4 Leute, die in dieser Woche Ferien haben wollen auf meiner Arbeit und nur 2 können das haben. Also ist ich bin nicht sicher, dorthin mitzugehen und das wohl würde es schade sein. Ja. Wir gehen dorthin, um Badminton zu spielen. So dreht sich alles noch immer um Badminton, aber auch über Mette und meine Kinder, meine Familie, die Freunde. Das tut gut. Der Ball war draußen, ja. So geht das Leben. Einen Tag nach dem anderen, aber die Tage gehen so schnell. Und es ist wichtig, jeden Tag zu genießen oder etwas zu finden, das den Tag genießbar macht. Darüber habe ich mit Mette gestern gesprochen. Ich sagte zu ihr, ach, ich habe gestern mich an 2 Dingen gefreut. Auch jetzt 3. Erstens, 4.
frei zu bekommen von meiner Arbeit Dienstag oder Mittwochmorgen. Zweitens, mich auf Badminton zu freuen. Ich ging gestern Abend Badminton zu spielen. Drittens, nach Hause zu kommen und ein Bier zu trinken. Und viertens, Mette zu haben in meinem Sofa. Kleine Sachen, die den Tag gut macht. Jeden Tag. Nicht warten bis übermorgen oder Samstag, sondern fast am jeden Tag etwas finden, das gut ist. Sonst vergeht die Zeit mit Warten. Ja. Noch ein Challenge. Der war gut. Ja, okay. Ihr habt mir unter Druck gemacht. Habt mir, denn eigentlich dachte ich nicht, ich sollte ein Weihnachtsgeschenk nach Rayon schicken. Ich habe überhaupt nicht daran gedacht. Pardon? Das werde ich jetzt an etwas denken. Okay. Vielen Dank, liebe Freunde aus der Insel im Indischen Ozean. Ich liebe euch. Ich vermisse euch. Ich wünsche euch gute Tage. Und ich hoffe, eure Zukunft werde in Europa sein, irgendwo. Vielleicht außer Frankreich, wo es jetzt viel Krach ist. Aber wir werden uns vielmals sehen, mehr sehen, oft sehen. Okay? Bis bald. Salut!